Yo, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Experiment. Heute werden wir testen, wie hoch die Badewanne fliegt. Und da werden wir ein paar schöne Knaller auf jeden Fall drunter legen, denn einige Meter muss die heute erreichen. Die Badewanne, die ist ja auf jeden Fall aus Metall. Fernzünder haben wir hier heute auch am Start. Für die dickeren Knaller dann halt. Ansonsten habe ich hier heute auch nicht nur Böller mit dabei, sondern auch die ein oder andere Rakete oder mal ein Bombenrohr. Aber wir machen das so wie immer. Wir fangen erstmal ganz langsam an. Ich würde sagen, wir nehmen hier erstmal einen schönen Funke Tiger Bomb. Erste Zündung des Tages. Oh yeah. Ja. Das war richtig süß. Boah, schaut euch mal an, wie viel Dreck der gemacht hat und was der doch für einen Krater hinterlassen hat. So hat sich das auf jeden Fall nicht angehört. Nächster hier ist ein Super Böller 2. Zweite Zündung. Oh, der war schlechter. Ein paar schwache Knaller habe ich hier noch, die ballern wir ganz schnell durch. Komm. Also jetzt der nächste Viking. Ich zünde. Oh. Also ich bin der Meinung, der war ein bisschen lauter, aber ich weiß nicht. Und jetzt Cobra P1. Boah, schöner Vorbrenner. Das war bisher der lauteste. Ich glaube, jetzt wird es ein bisschen spektakulärer. Ein Crackling Ball, ein Dumbum Crackling, darf auf gar keinen Fall fehlen. Ihr wisst Bescheid. 3, 2, 1, let's go! Ein schöner Ofen, aber ansonsten ist gar nicht so viel rausgekommen. Also die Badewanne ist echt ein Endgegner. Freunde, das war auf jeden Fall überhaupt nicht zufriedenstellend. Deswegen müssen wir uns steigern. Komm, nehmen wir jetzt mal dieses kleine Dumbum-Bombenrohr. Das knallt auf jeden Fall schon ganz gut. Single Shot. Hab das hier schön aufgestellt, sodass das schön gegen die Badewanne schießen wird. Oh yeah. Renn, renn um dein Leben. Das war schon eine andere Nummer. Badewanne ist ganz leicht abgehoben. Weiter geht's mit Mamba 1. 1 steht, glaube ich, für 1 Gramm. Mal gucken, ob der härter sein wird, aber ich denke, das Bombenrohr, das hat schon mehr geballert. Und ab geht die Post. Ah, Bombenrohr war echt besser. Nächste Steigerung, dieses schöne Bonbon hier, 1,5 Gramm. Das Ding hat wenigstens eine lange Zündschnur. Oh yeah. Boah, war das neuer Rekord? Ich weiß es nicht. Es wird ja auf jeden Fall gleich noch besser. Big Bang 2G. 2G steht für 2 Gramm. Ich zünd das Ding an. Boah, keine Ahnung, ob der besser war. Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Aber immer noch nicht der Rede wert, wenn ich ehrlich bin. Der nächste Kandidat ist hier Mega Bulldog. Hat zwar nur 0,98 Gramm, ist aber qualitativ hochwertig, schätze ich jedenfalls. Ja, mal gucken, was der so kann. Die Badewanne, die eignet sich sehr gut, um die Kraft der Böller zu vergleichen. Boah, nee. Der hat wirklich nicht mal 1 Gramm. Komm, der letzte schwache Knaller, in Anführungszeichen schwach, Dumbum-Mittel. Der hier ist auch übrigens nur verpufft. Ja, das sind mir hier die besten. Okay, let's go. Yeah, geile Zündschnur. Boah, das war nix. Freunde, das war's mit dem schwachen Knallern. Nehmen wir uns jetzt die erste Rakete des Tages. So eine kleine Panther-Rakete ist noch F2, also ich denke, das wird nicht so heftig. Ich glaube, das wird richtig schön und ich bin auf den Effekt gespannt. Oh, das Ding ist an! Schnell weg! Oh, Freunde, das hat sich gelohnt, oder? Neuer Rekord! Komm, stecken wir direkt hier die nächste Rakete drunter. Dumm, bumm, 20 Gramm, aber natürlich noch mit Effekt. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das wird ein Spaß. Zünden wir die rote Rakete an, let's go. Oh yeah.
War kein heftiger Unterschied, aber hat schön geknistert, zur Abwechslung ganz okay. Langsam werde ich warm. Big Bang 5G ist jetzt der nächste. 5G steht hier auch für 5 Gramm. Nicht mehr lange, Freunde, und es wird spannend. Das ist noch Jugendfeuerwerk. Geil, so muss das sein. Und jetzt, Freunde, habe ich hier für euch eine dicke Rakete. Aber was für Ding, schaut euch mal den Durchmesser an. Ich glaube, da wird die Badewanne schon einen Meter hoch fliegen. Aber mal sehen. Bei dem Kaliber zünden wir das Ganze mit Fernzünder. Let's go. Alter. Also der Knall war schon deutlich lauter, bin ich der Meinung, aber abgehoben ist die Badewanne jetzt nicht wirklich weiter. Ihr wisst, was das heißt. Wir brauchen stärkere Böller. Cobra 1 hat hier zwar nur 4,5 Gramm, aber der knallt ordentlicher als der Big Bang 5G, weil der einfach qualitativ ein bisschen hochwertiger ist. Der Krater, der wird langsam. Cobra 1, sehr lange Zündschnur, das geht ohne Fernzünder. Oh yeah. Und schnell weg. Boah, Freunde, das war ein neuer Rekord, oder? Die stand schon ein bisschen in der Luft, würde ich sagen. Jetzt wird es so langsam echt spannend. Mit Jugendfeuerwerk haben wir jetzt aufgehört. Wir machen weiter mit dem richtigen Feuerwerk. Monster 8. 8 steht für 8 Gramm. Auf die Plätze, fertig. Oh, das Ding ist an. Das Ding ist sowas von an. War genauso wie der Cobra, würde ich sagen. Oder vielleicht war der Cobra sogar ein bisschen besser. Jetzt nehmen wir uns hier dieses schöne Bonbon mit Knallfrosch. Keine Ahnung, wie viel Gramm das hat. Vielleicht kann es mir jemand in die Kommentare schreiben. Naja, wir werden sehen, ob das Ding stärker ist als ein Cobra 1. Oh, schaut euch das an. Da ist von der Badewanne was abgefallen. Dieser Drehknopf, damit das Wasser abläuft. Und ansonsten sieht sie eigentlich noch ganz gut aus. Ist, glaube ich, auch nicht ausgedellt. Aber was noch nicht ist, kann noch werden. Den legen wir jetzt schön dahin und dann würde ich sagen, auf die Plätze, fertig. Oh yeah. Boah, hier bei dieser Location schallt das auch richtig schön. Das gefällt mir. Und der Rauch zieht schnell weg. Ja, das fördert die Gesundheit, glaube ich. Und Praktikantin, wie gefällt sie heute? Ist voll geil. Nächste Steigerung, jetzt geht's richtig los. Schock Bulldog, 18 Gramm. Stellen wir hier schön hin oder legen wir hin, was auch immer. Fernzünder dran und dann bringen wir uns in Sicherheit. Ich bin so gespannt. Praktikantin, zünd das Ding an. Oh, was für ein wunderschöner Knall. Und das war ein Rekord, aber da geht auf jeden Fall noch was. Nächster Böller, Cobra 3, hat hier zwar nur 14 Gramm, aber ja, der wird schon besser knallen. Praktikant entzündet das Ding wieder. 3, 2, 1, let's go! Oh yeah, Freunde. War der besser oder war der besser? Was meint ihr? Richtig geil. Jetzt wird's etwas mehr knallen. Red Baron, 30 Gramm. Uiuiui. Der Böller ist an, Freunde. Jetzt müssen wir noch kurz warten. Oh, nein. Alter, das Ding steht einfach. Was ist das denn? Alter, das war so ein heftiger Flip. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass die Badewanne steht? Ich kann schon gar nicht mehr reden, weil es einfach so aufregend war. Wie wahrscheinlich ist das, dass die Badewanne stehen bleibt, wollte ich sagen. Ansonsten die Kraterentwicklung. Ja, ist auf jeden Fall alles noch im grünen Bereich. Die Badewanne hat sich jetzt auch noch nicht sonderlich verformt. Die ist echt sehr stabil. Und was mich wundert, das Rohr, das ist immer noch dran. Sehr heftig. Tja, Freunde, wir sind noch nicht fertig. Cobra 6 2G, 28 Gramm, aber ist ein Cobra. Der Böller ist an, Freunde. Ja, Mann. Wow, was für ein Knall, ey. Wenn das so weitergeht, schaffen wir noch einen Badewannenflip, ey.
Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns weiter zu steigern. Dumbum 50, 50 für 50 Gramm. Boah, das ist fast doppelt so viel, Alter. Ich glaube, die Badewanne wird jetzt ordentlich Meter machen. 3, 2, 1. Böller müsste an sein. Ach du heilige Kacke, ey. Was für ein Flip, Freunde. Wow. Was soll ich dazu sagen? Also leicht hat sie sich schon ausgedehnt, aber ist noch alles im grünen Bereich. Kraterentwicklung, ja auch im grünen Bereich. Weiter geht's. Viper 12, 60 Gramm Böller. Alter, was die Badewanne für ein Loch da reingeknallt hat beim Runterfallen. Ey, das wiegt schon ordentlich, was? 60 Gramm Böller, das Ding ist an, Freunde. Ach du heilige. Es macht boom, 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 boom. Baller alles weg, es gibt keine Konkurrenz. Oh. Ich habe so das Gefühl, der Dumbum 50 war besser, oder was meint ihr? Also, Schadensaufnahme. Der Badewanne geht's noch viel zu gut. Weiter geht's mit diesem dicken Ding jetzt. Profi Cannon Shot. Big Boy. 100 Gramm, oh je, das wird was, das sage ich euch. Oh, ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Ja, bei dieser Aktion bei 100 Gramm verstecken wir uns auf jeden Fall, gehen wir schön in Deckung. Wir stellen uns hinter das Auto. Das Ding ist an, Freunde. Alter, nein! Ach du Kacke, wie lange die in der Luft war. Heilige! Nein, das war so krank. Ach du Scheiße, was für eine Rauchentwicklung. Boah, das war so krank. Hört ihr es knistern? Ich glaube, die hat es ein bisschen aufgewärmt oder ein bisschen ausgedehnt. Ich weiß es nicht. Schaut euch das an, ey. Boah, krass, Alter. Richtig krass. Drehen wir das Ding mal um. Ja! Oh. Aber wisst ihr, was geil ist? Wir haben die einfach vergrößert. Das bedeutet, wenn man etwas dicker ist oder wenn ich etwas zunehme, boah, geile Methode, falls man nicht mehr in die Badewanne passt. Ich hoffe, dieses wundervolle Böller-Experiment hat euch gefallen. Nächsten Sonntag geht es weiter. Jetzt kommt nur noch einmal die Woche ein Video. Dafür aber ein richtig geiles. Hier könnt ihr euch zwei weitere anschauen. Wir sehen uns. Peace.